Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Legacy Challenge. Ja, sie steht hier immer noch und kocht. Die gute Safi, was kocht sie denn nochmal? Grillkäse war das, ne? Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Was ich, glaube ich, in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, ist, dass man in diese Legacy Challenge startet mit 1800 Simoleons. Und das Grundstück muss halt planiert sein. Und von diesen 1800 Simoleons habe ich halt diese Gegenstände hier gekauft. Und ich habe mich jetzt auch schlau gemacht. Sie darf definitiv arbeiten gehen und wir können auch alles verkaufen, was wir so finden. Nur halt so selbst hergestellte Gegenstände dürfen wir, glaube ich, nicht verkaufen, soweit ich weiß. Oh, und sie hat schon die Kochfähigkeit erworben. Das ist schon mal toll. Ja, das sieht ja sehr, sehr lecker aus. Grillkäse, hergestellt von Safi Legacy, für Vegetarier geeignet. Ah, okay. Es ist bestimmt sehr, sehr fettig, ne? Also, für die Figur ist das nichts. den Rest stelle ich mal hier in den Kühlschrank, ne? Damit sie was für später hat. Und dann würde ich auch schon fast sagen, wir könnten eigentlich auch mal zu einem Gemeinschaftsgrundstück gehen und mal gucken, ob es dort vielleicht irgendwelche netten Männer gibt, ne? Weil ich meine, wir müssen das Spiel ja auch vorantreiben, ne? Sie muss ja auch jemanden kennenlernen, ne? Mit dem sie dann, ja, die nächste Generation zeugen kann. Und was ist das? Oh, das sieht nach Fossilien aus. Also hier mit dem Knochen und so, ne? Wo könnten wir denn dann mal hin? Ich habe so lange schon nicht mehr Sims 4 gespielt. Also verzeiht mir, falls ich mich total hier dumm anstelle und vielleicht irgendwas mache, was man normal nicht macht. Oh, wer bist denn du? Wer bist du? Ich muss mal eben kurz Pause. Ich bin leider nicht so schnell. Wer bist du? Jack Villarreal. Wie viele Villarreal gibt es denn? Ist das eine große Familie oder so? Herbeirufen. Ich würde eher sagen, wir fragen mal direkt, was er so macht. Ich meine, er ist zwar ein bisschen alt, aber vielleicht ist er ja Single, ne? Kasib Nabatani. Björn Bjergsen ruft an. Samba. Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Ah, oh, danke schön. Woher hast du eigentlich meine Nummer? Burl Pando? Samso. Safi hat erfahren, dass Jack als Boss bei Flintenweiber arbeitet. Was? Flintenweiber? Okay. Ist das ein Club? Gut, ja, die unterhalten sich jetzt schön, ne? Über die Sonne oder so. Was gibt es denn eigentlich hier noch? Hier, der trägt leider noch keine Früchte, deswegen können wir den nicht abernten. Wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Na? Hallo? Wo ist der hin? Der ist weg. Aber sehr, sehr schön hier, ne? Mit dem Steg und so. Aber da können wir leider nicht hin. Nee. Da ist er auch schon wieder abgehauen. Na toll. Tja, wir können die Sträucher alle ansehen, aber wir können sie leider noch nicht ernten. Das ist überhaupt nicht schön. Und sie hat nur 216 Simoleons, also irgendwie müssen wir zu Geld kommen. Ich würde sagen, wir reisen mal zu einem anderen Grundstück. Wo könnte man denn ein paar Männer kennenlernen? Windenburg. Forgotten Hollow, soll das ein Vampir sein? Ich weiß nicht, San Mishuno? Das Add-on habe ich mir übrigens gekauft und habe es noch gar nicht richtig probiert, also ausgetestet und gespielt. Gehen wir denn mal hin, Honeypop Karaoke Bar. Grundstücksmerkmale, tolle Akustik, aber ich weiß ja nicht, ob da jemand ist, ne? Und irgendwie spackt mein PC total rum. Es kann sein, dass da ab und zu mal die Grafik irgendwie versagt. Und es kann sein, dass meine Grafikkarte in die Binsen geht oder mein PC. Muss ich mal schauen, ne? Alte Ruine. Was haben wir hier? Das blökende Lama. Eine Bar. Ja gut, gehen wir mal in eine Bar. Nein.
Wir nehmen euch nicht mit, oder? Gut, wir nehmen ihn mal mit. Vielleicht ist er ja schon der Richtige, ne? Man weiß es ja nicht. Ja, und da sind wir bei das blökende Lama. Und ich würde sagen, wir lernen ihn mal ein bisschen besser kennen, oder? Stammgäste bewerben. Ach so, das ist das mit den Gruppen, ne? Das ist ja hier mit Zeit für Freunde gekommen ins Spiel, ne? Ach so, sie muss, glaube ich, pieseln. Ach nee, sie geht Darts spielen. Okay, sie geht unten in den Keller Darts spielen. Nee, ich möchte gerne wissen, Romantik, Fragen, ob Sim Single ist, genau. Weil wir dürfen auch, glaube ich, keinen verheirateten Mann, nehmen. Das geht ja auch nicht, weil wir müssen ja denjenigen dann auch heiraten und damit ihm Kinder zeugen, ne? Geht ja auch schlecht, wenn er dann verheiratet ist. Ja. Bist du denn? Was ist denn jetzt kaputt? Warum kannst du ihn denn nicht fragen? Geh doch mal bitte hin und frag, ob sie im Single ist. Ach, sie kann da nicht rein. Ach so, das ist ja doof. Sie kann da nicht rein. Ah, er kommt raus. Oh, ich will trotzdem wissen. Ich kann den nicht anklicken. Ich bin zu doof dafür irgendwie. Nee, so schaltet man die Wände ein. So, warte mal, wo bist du denn? Ah, das ist so anstrengend, ne? Romantisch. Fragen, ob sie ein Single ist. Oh, hier sitzen aber auch schon ganz viele Kerle rum. Junge Erwachsener, der sieht auch nicht schlecht aus. Oh, er ist verheiratet, okay. Gut, dann fragen wir uns mal hier durch. Wer bist du denn? Lustig vorstellen. Oh, er ist kokett. Oh, und sie denkt an Bananenschalen. Ach, wahrscheinlich hier wegen dem lustig vorstellen, ne? Ja, hallo, reden wir mal miteinander. Ach so, das ist ein Vampir. Helfen, schlechte Beziehung zu kitten? Er hat eine schlechte Beziehung zu Gunther Munch? Okay. Gut zu wissen. Kann das sein, dass der vielleicht auf Männer steht? Oh, und sie wird langsam müde. Aber wir könnten ja weiterhin mit ihm reden. Ich meine, es könnte ja schon einer sein, ne? Ein Kandidat zum Heiraten. Safi, frag ihn doch mal. Ja, er ist Single. Salim Benali. Salim. Und wer bist du? Wer bist du denn? Sergio Romero, guter. Ich habe gelesen, ein guter Erwachsener. Junger Erwachsener. Okay, wir können aber auch ihn fragen, ob er. Obwohl. Oh, er flirtet uns schon an. Aber er ist ein Vampir, ne? Naja, ist ja egal. Bringt auf jeden Fall ein bisschen Schwung in unseren Familienstammbaum, ne? Nochmal ein bisschen kennenlernen, ne? Ich glaube, sie haben schon einen guten Draht zueinander. Nein, geh doch nicht weg. Nein. Okay, er ist kreativ. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Kreativität. Ja, weder Freund noch Feind. Einfach eine ganz normale Beziehung. Ja, weder Freund noch Feind. Ist das überhaupt eine Beziehung? Aber sehr, sehr schick eigentlich hier, ne? Erinnert mich so ein bisschen an einen Pub. Aber da sie müde ist, denke ich mal, gehen wir erstmal nach Hause, ne? Obwohl, ich finde das auch wieder total übertrieben, weil der Balken ist immer noch fast mittig und der ist schon gelb, also. Okay, Musik. Alternative hören? Was haben wir denn eigentlich im Inventar? Also Hunger hat sie nicht, ne? Fossilsteine, uralte
Fossil extrahieren. Machen wir mal. Weil das brauchen wir ja für unsere Sammlung. Ein verständeter Schädel eines Außerirdischen. Ah, noch ein Außerirdischer. Aber das können wir auch wieder verkaufen. Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle, ne? Jetzt haben wir schon wieder 466 Simoleons. Und was macht ihr hier? Wie er hier abgeht. Ich weiß nicht. Sollen wir uns einen Drink bestellen? Hier sitzt ja auch noch ein Kerl. Stellen uns mal freundlich vor. Arun Beda, okay. Die haben alle so orientalische Namen. Oder? Okay, die hier nicht, ne? Oh, wer bist denn du? Oh, ein Vampir. Vladislaus irgendwas. Keine Ahnung, wo der sich jetzt hinteleportiert hat. Und wer lacht da so? Oh, und das ist Don Notario. Hier, den man auch aus Sims 2 und Sims 3 kennt, ne? Don Notario. Also, wer Sims 2 gespielt hat, wird definitiv Don Notario kennen. Wer bist denn du? Diego Lobo. Aha, okay. Fuba Torka? Tribs. Die unterhalten sich über uns oder mit uns? Keine Ahnung, obwohl wir sitzen ja da wahrscheinlich. Unterhalten die sich alle miteinander? Können ihn ja mal fragen. Mutiger Anmachspruch. Nein, der ist auch ein Vampir. Ist denn hier jeder ein Vampir? Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass hier jeder ein Vampir ist. Wir fragen mal. Na, bist du Single? Was ist das? Ach so, das ist die Wand. Ich dachte jetzt schon meine Grafikkarte. Ja, er ist mit Jasmin da verheiratet, aber das macht nichts. Ich finde den anderen nämlich... Da ist er ja schon wieder. Ich dachte, er wäre weg. Über Interessen reden. Er ist bestimmt romantisch. Mehr Auswahl, freundlich. Können ihm die Muskeln zeigen? Haben wir überhaupt Muskeln? Der interessiert sich gar nicht für uns. Doch, er fand's gut. Gut. Ja, dann, verrückten Plan, tratschen, nein. Romantisch. Das ist ein bisschen zu früh, gestehen, sich angezogen zu fühlen. Mutiger Anmachspruch. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube ja eher nicht. Wie sie ihn anguckt. Warum guckst du so? Bist du betrunken? Macht sie das jetzt? Macht sie das jetzt? Mach mal einen koketten Witz. Kannst du dich denn nicht hier irgendwo noch dazusetzen? Also er ist auf jeden Fall kokett. Ja, es gefällt ihm. Er ist jetzt sehr kokett. Mal schauen, ob wir das ausnutzen können. Nummern austauschen. Gestehen, Kompliment. Ach komm, wir machen ihm mal ein Kompliment. Oh, wir haben schon eine romantische Beziehung mit ihm? Romantisches Interesse. Okay. Nummern austauschen. Über die Distanz? Kommt er jetzt zu uns oder wie ist das? Das ist ein bisschen merkwürdig. Setz dich mal hier hin. Warum macht sie das jetzt nicht? Irgendwie ist das so ein bisschen komisch hier. Aber jetzt setzen sie sich dorthin. Das ist schon mal sehr schön. Okay. Gut, verrückt anfunkeln? Nein. Romantisch gestehen sich... Komm, wir versuchen es mal. Wieso steht er denn schon wieder auf? Was soll denn das? Wieso können die nicht sitzen bleiben? Oh.
Das fand er nicht so gut. Das fand er nicht so gut. Wieso denn nicht? Das ist doch... Ich dachte, er wäre kokett. Können wir uns entschuldigen? Anscheinend nicht. Angst vor Vampiren zu geben. Bitten, nur Freund zu sein. Komm, wir fragen ihn mal nach Karriere. Und warum stehen die immer auf? Können die nicht einfach mal sitzen bleiben? Was ist der denn? Schriftsteller. Okay, aber er steht definitiv auf uns, ne? Aber wieso wollte er denn nicht angemacht werden? Das finde ich jetzt so ein bisschen seltsam. Unglaubliche Geschichte erzählen. Oh. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte, die sie da erzählt. Und wer bist du eigentlich? Joaquin Le Chien. Der Hund. Le Chien. Ist das nicht französisch für Hund? Mehr Auswahl, Romantik. Nein, Knuddeln. Schnelle Wiedergutmachung. Was ist das? Ach so, sie ist müde. Sie ist müde. Hier, mach mal bitte eine schnelle Wiedergutmachung. Nein, du sollst kein Getränk. Okay. Nein, wir gehen jetzt mal wieder nach Hause, ne? Wir werden jetzt mal wieder nach Hause gehen. Wo hat sie nochmal... Achso, Willow Creek. Ich habe jetzt gerade überlegt, wo hat sie nochmal gewohnt, ne? So, wir werden zurückgehen nach Hause und... Oh, wir können ihn ja mitnehmen. Ach nee, lieber nicht. Ich meine, sie ist müde und sie kann sich ja eh nicht mit ihm unterhalten. Also von daher, es ist eher ein bisschen unlogisch. Ja, was hat sie denn für Stimmungen? Wir haben heißer Draht, weil Nummern ausgetauscht hat und geschmeichelt. Also die beiden haben auf jeden Fall einen Draht zueinander. Das ging auf jeden Fall ziemlich schnell. Er ist kreativ und hoffentlich auch... Und hat hoffentlich auch noch andere gute Merkmale. Ja, sie geht jetzt pennen. Nee, Mädchen, bevor du das machst, gehst du jetzt erstmal bitte schnell aufs Klo. Wie ein Champion pieseln. Ich muss nämlich auch so langsam aufs Klo. Ja. So, erstmal pieseln und dann würde ich sagen... wir öffnen und wir essen hier Grillkäse-Sandwich zu Ende. Oder wir nehmen uns noch eine Portion und dann gehen wir schlafen. Machst du das? Weil manchmal machen die Sims nicht das, was man will. Da musst du tausendmal auf irgendeine Sache klicken, ehe die das mal machen. Aber es kann auch sein, dass das an meinem Rechner liegt. Steht dumm vor dem Kühlschrank und isst ihr Sandwich. Kannst du dich nicht aufs Bett setzen und essen? Monster unter dem Bett einsprühen? Was für Monster? Was für Monster? Wir beanspruchen es mal. Ich meine, es ist ja eh kein anderer Sim da, ne? Aber falls ihr doch mal ein Sim sein sollte, dann... also ein zweiter Sim oder keine Ahnung, ne? Zu Besuch. Du sollst es beanspruchen. Warum machen Sims nie das, was man von ihnen will? Oh, oh, oh. Ja, wir machen auf jeden Fall mit. Aber ich sehe gerade, dass ich schon fast 20 Minuten aufnehme und daher muss ich den Part eigentlich beenden. Und ich muss auch selber ganz dringend pieseln. Ja. Das ist mir noch nie passiert bis jetzt, aber ich muss ganz dringend vorhin. Deswegen werde ich den Part jetzt an dieser Stelle beenden. Also, ich drück mal hier auf Pause und dann, wie sie hier rennt. Also, sie fliegt irgendwie quasi mehr über den Boden. Ich drück hier auf Pause und ja, vielen Dank fürs Zusehen und wie es hier weitergeht mit ihr, das seht ihr natürlich wie immer in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst mir doch einen netten Kommentar oder auch ein Däumchen. Ob nach oben oder unten, das müsst ihr wissen. Ja, bis zum nächsten Part. Tschüss!